Pause. München forcierte das Tempo, wirkte im Angriffsspiel zwingender und brachte zudem mit Hadewitz hier am Ball für Torstensen einen neuen Spieler. In der 60. Minute der Ausgleich. Wunder hatte aus 25 Metern geschossen, Kunter konnte den leicht abgefälschten Ball nicht festhalten und Gerd Müller nutzte die Chance. Es war erst sein zweites Tor in dieser Saison, ein echter Müller-Treffer. Der abgefälschte Schuss, der reaktionsschnelle Torjäger. 6 Minuten später, Fehler von Grabowski im Mittelfeld, Pass von Wunder auf Hoeneß, der das Sprintduell gewann, Heber zu Müller, das 2:1, das Siegtor. Bayerns Generalprobe für das Europacup-Spiel am Mittwoch gegen den 1. FC Magdeburg war geglückt gegen eine starke Frankfurter Eintracht. Nicht zuletzt durch die Tatsache, dass Gerd Müller endlich wieder Tore schießt.